nicht mehr so angesehen. Hab viel zu oft versucht, uns zu verstehen. Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer. Oh, ich weiß ganz genau, was du grad denkst. Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschenkt. Fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch. Und immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Herz über Kopf. Und immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleib stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Lass ich dich immer noch nicht gehen, lass ich dich immer noch nicht gehen. Auch wenn es längst Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Und immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment. Bleibe stehen, das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Herz über Kopf, Herz über Kopf. Geh aus meinem Herz und sag, was willst du haben? Komm nicht zurück, bevor der Abend. Hallo. Hi, hi, hallo. Wie ist denn dein Name? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was ist eigentlich los? Also mein Name ist Lukas Schrieber, ich bin 35 und komme aus Wien. Servus. Ja. Hallo. Den Wiener Schmäh hat man jetzt gar nicht rausgehört. Ja, ich versuche jetzt rauszulassen mal. Das wäre geil gewesen. Eine Joris-Nummer in Wiener Schmäh. Immer wenn es Zeit wird zu gehen. Verlass ich den Moment und bleibe stehen. Verpass ich den Moment und bleibe stehen. Ja, ja, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Der ja. Kopf sagt nein. Na egal, zu deiner Performance. Wir haben uns ja nicht umgedreht. Das war wirklich ein solider Auftritt. Man muss wissen, auf dieser Bühne bei den Blind Auditions zu stehen, ist allein schon eine Bestätigung, dass man singen kann. Das heißt, jeder, der hier ist, ja, singt gut. Ja? Das Niveau ist aber extrem krass und es war einfach kein sauber durchgesungener Auftritt. Es war hier und da, hat es an der Intonation gehakt. Und gerade der Song von Joris lebt auch ein bisschen davon, dass er zwischen ganz zart und irgendwie so ganz rotzig hin und her switcht. Weißt du, in den hohen Parts ist diese raue Stimme von Joris ist ein ganz wichtiges Stilmittel. Und wenn man jetzt nicht so eine Reibeisenstimme hat, dann muss man irgendwie einen anderen Weg finden, diese Spannung und diese Dynamik herzustellen. Und du hast es für mich ein bisschen zu klar einfach durchgesungen und dann kam dieses Gefühl bei mir nicht auf. Trotzdem habe ich voll gerne zugehört, habe mitgeschwurft und ich habe auch im Publikum einige Leute stehen sehen. Also kannst auf jeden Fall stolz auf dich sein. Dankeschön, danke. Dankeschön. Er hatte recht, es hat irgendwie der Spannungsbogen auch gefehlt. Ich habe selber gemerkt auf der Bühne und alles voll okay. Also ich bin froh, dass so weit gekommen zu sein. Und es war eine super Erfahrung und es geht weiter. Wenn ich aus Wien kommen würde, ich würde nur so labern die ganze Zeit. Das wäre so geil. Ja gut, der Nico Santos. Ja. Der Nico Santos, es ist zu arg. So. Das ist zu arg. Da zieht sie die Schlapfen aus.